Okay, bei mir ist Elke Kirchner, die Genossenschaft. Das ist die Genossenschaft, was ist das für eine Genossenschaft? EE4 Mobile EG. So viel E ist ja noch nie gehabt. Alles mit Energie oder was ist es? Erneuerbare Energien für Mobilität, das bedeutet das. Das steckt dahinter. Was machen Sie da, Frau Kirchner? Ich bin die Projektleitung und wir haben in diesem Jahr 22 Ladestationen für E-Bikes geschaffen in Nordfriesland, wie man hier auf dieser Karte sieht. Zeigen bitte. Okay. Ne? Ja. Und so kann man jetzt von St. Peter bis Tonnern durchgängig radeln mit dem E-Bike und zwischendurch kostenfrei tanken. Dauert das Tanken ja immer ganz lange, dass ich da 3 Tage stehen muss, bis das Ding wieder voll ist? Ja, wir haben natürlich auch an die Hotels gedacht, die können natürlich nicht. Man kann zwischendurch, sag ich mal, einen Kaffee trinken oder was essen gehen, dann lädt man halt eine Stunde nach. E-Biker laden nach, man fährt nie einen Akku ganz leer. Nun haben Sie gerade gesagt, 22 Stationen, sind die, muss man die irgendwie ganz doll suchen oder sind die auf der Karte, bloß weil ich weiß, in Husum ist eine, weiß ich ja noch nicht wo. Wir haben einen Flyer entwickelt, natürlich wie immer, gibt es Flyer. Da sind die Punkte eingetragen und da, zu den Nummern sind dann die Adressen auffindbar. Hm. Und das geht für alle Fahrräder, die E-Bike sind? Ja, fast. Natürlich. Wir haben das Panasonic Mittelrad, wie heißt das? Mittelantrieb. Ja. Das Ladegerät haben wir, da haben die Station auch die Ladegeräte. Ah, ja. Einige haben auch für Bosch und Giant die Ladegeräte da. Und ein E-Biker hat oft auch sein eigenes Ladegerät dabei, damit er in der Not an der Steckdose nachtanken kann. Haben Sie ein Ziel, wo Sie sagen, aus 22 machen wir irgendwann 100? Nee, wir können uns noch erweitern. Auf jeden Fall, die Inseln sind noch mehr mit dran. Aber wir gehen jetzt weiter und sagen auch Autoladestation. Das ist der nächste Schritt der Genossenschaft. Und so bleiben wir am Ball. Das will ich genießen als Genosse. Danke. Alles Gute. Danke.